Ja, dann begrüße ich euch, die zusammengekommen sind für die Votumsdiskussion. Ein spannendes Thema erwartet euch. Es sind doch ein bisschen weniger da. Die meisten haben sich für die Vata-Yoga-Stunde entschieden, aber nichtsdestotrotz ist es toll, dass wir einfach hier zusammenkommen können, um über dieses wichtige Thema sprechen und diskutieren zu können. Das Thema ist nämlich, Ayurveda und Yoga brauchen eine Stimme. Meine Stimme ist gerade ein bisschen weg. Aber das hat nichts mit dem Inhalt zu tun. Das ist einfach so und ich gebe mir Mühe, dass ich bis zum Schluss sprechen kann. Ja, dann möchte ich eine kleine Einführung in dieses Thema geben, was so vielschichtig, so komplex ist, dass wir einfach eine Richtung bekommen und darüber auch diskutieren können, dass es also für euch auch offensichtlich ist, was in dieser Podiumsdiskussion essentiell sein wird. Wie ihr wisst, gewinnt ja die traditionelle indische Medizin, auch Ayurveda genannt, seit 20 Jahren immer mehr Bedeutung in Europa und ist auch von der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, als traditionelles Medizinsystem anerkannt. Bekannt geworden ist Ayurveda in erster Linie über seine Kuranwendung, bei denen die Massage mit Kräuterölen hervorzuheben ist. Das kennt ihr alle, wer noch nie vorher mit Ayurveda zu tun gehabt hat. Ich kenne das auch an meinen Kursen, wenn ich Einführungskurse gebe und immer frage, wer weiß, was über Ayurveda, womit hängt das zusammen? Die meisten sagen, ach, das sind ja diese angenehmen Kräuterölanwendungen oder Ölanwendungen. Also viele assoziieren das Thema Ayurveda eigentlich nur auf diesen Wellnessbereich. Aber Ayurveda ist viel mehr als das und die meisten von euch wissen das auch. Denn auch in Indien wird der Ayurveda im Rahmen eines 5-jährigen Medizinstudiums gelehrt und er umfasst Prävention, Gesunderhaltung, Diagnostik und eine Vielzahl von Therapien, zu denen der Einsatz von natürlichen Kräuterpräparaten, Manualtherapien, Ernährung und sowie die seelische Balance im Sinne einer Mind-Body-Medizin gehören, also ein ganzheitlicher Ansatz. Ayurveda ist ein traditionelles Medizinsystem auf Basis dieser ganzheitlichen Heilkunde und der Philosophie des Lebens. Und der fundierte Ansatz ist die Gesundheitsförderung, Prävention und Behandlung von Krankheit. Und das ist einzigartig. Und er sieht den Menschen als soziales und kulturelles Wesen. Wir hatten gestern bei Alice Huber in dem Vortrag gehört, das hat er auch mehrmals betont, dass wir als Menschen in einem sozialen Gefüge wesentlich gesünder sind, als wenn wir individuell als Einzelkämpfer in der Gesellschaft stehen. Was natürlich auch krank machen kann. Wir sind auch keine Maschinen und wir sind auch keine Konsumenten, mit dessen Krankheit Geld zu verdienen ist. Aber das ist das Denken von nur wenigen, die sich mit Ayurveda oder auch anderen Komplementärmedizin beschäftigen. Gegenwärtig gibt es das Denken oder auch das Bewusstsein, dass Wachstum und die enge Kombination von Gesundheit des Patienten an finanziellen Mitteln der Fall ist, also der Patient als Konsument. Es gibt eher die rein körperorientierte Reparaturindustrie, wenn man das so sagen darf. Oder man kann auch sagen, der chronisch Kranke als Dauerkonsument ist auch ein Nachfrager und ein Erhalter von Arbeitsplätzen der Geräte- und Pharmaindustrie. Das ist nicht gewagt, das ist Tatsache. Es wäre natürlich besser, wenn das nicht so wäre, wenn also der Mensch, der Patient mehr im Mittelpunkt stehen würde, wie das auch im Ayurveda der Fall ist oder in anderen alternativen Heilmedizinsystemen. Trotz großer Popularität in der Bevölkerung und wachsender Verbreitung in den Bereich Prävention und Komplementärmedizin hat jedoch das traditionelle Ayurveda noch keine angemessene Anerkennung in der Medizinlandschaft und auch in der Gesundheitspolitik des Westens gefunden. Das ist der Stand. Im Gegenteil, es wird immer schwieriger. Zum Beispiel auf dem Gebiet der Heilpflanzen.
Da wurde 2004 auf der EU-Ebene eine gesetzliche Direktion erlassen, die sagt, dass auf dem Arzneimittelsektor traditionelle pflanzliche Arzneimittel einer bestimmten Registrierungsverfahren unterlaufen müssen, mit dem Ziel, dass diese Präparate den damaligen unregulierten Markt der Nahrungsergänzungsmittel oder auch alternativen Therapierichtungen in das kontrollierte Segment der Arzneimittel zu bringen ist. Eigentlich soll diese Direktive Sicherheit und Qualität dem Verbraucher geben in Bezug auf die Verwendung dieser Heilmittel. Aber in der Realität sieht es dann doch ganz anders aus. Denn bereits bestehende traditionelle Heilmittel haben sehr hohe gesetzliche Hürden zu überwinden. Zum Beispiel sehr kostenintensive wissenschaftliche Nachweise zur Wirksamkeit. Als Grundlage dient da die sogenannte Evidence-Based Medicine. Oder auch aufwendige, kostspielige Dokumentationen über die Einhaltung der Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Unabhängig davon, ob die Pflanze oder ihre Zubereitung eine langjährige Anwendungserfahrung mit sich bringt, wie das auch im Ayurveda der Fall ist, wo viele ayurvedische Präparate, auch Kombinationspräparate, schon Jahrtausend alt sind und auch angewendet werden, ohne irgendeinen wissenschaftlichen Nachweis, sie wirken einfach. Die Realität ist also, aufgrund dieser Direktive, dass es bisher kein traditionelles Heilmittel geschafft hat, registriert zu werden unter dieser Direktive. Die Folge ist, und das ist noch wesentlich wichtiger, dass die bestehenden traditionellen Heilmittel verteuert werden oder sie verschwinden ganz vom Markt. Es gibt viele Abmahnungen, es gibt viele Klagen an die Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln und Heilmitteln. Und gerade die kleinen Hersteller drohen in eine Insolvenz zu geraten. Ich möchte nochmal betonen, was eigentlich pflanzliche Arzneimittel für enorme Vorteile haben. Das sollten wir immer nicht vergessen. Wir wissen das. Viele wissen es nicht oder ignorieren es. Die pflanzlichen Arzneimittel, auch wie ayurvedische Präparate, sind erneuerbar, umweltverträglich, artgerecht, noch relativ kostengünstig, nebenwirkungsarm und biologisch wirksam. Und neben den gesundheitlichen Aspekten sind dies Charakteristika, die gerade in Zeiten der wirtschaftlich angeschlagenen Gesundheitsapparate und Systeme und den steigenden Kosten eigentlich ein Argument sind, diese traditionellen Heilmittel zu schützen. Es ist deswegen ein politisches Ziel oder überhaupt ein Ziel, oder es wäre ein Ziel, dass diese Direktive, die EU-Direktive von 2004, überarbeitet wird, zum Beispiel hinsichtlich der Definition von Sicherheit und Qualität nach pflanzengerechten Kriterien. Dass die Anforderungen an die wissenschaftlichen Nachweise der Wirksamkeit gesenkt werden, weil sie teilweise schlichtweg nicht möglich sind, auch aufgrund der Komplexität der ayurvedischen Präparate. Viele ayurvedische Kombinationspräparate enthalten mehr als 20 Einzelpflanzenteile und die Kombination ist das Problem, dass diese einfach unüberwindbare Hürden bei dem Nachweis darstellen. Gut, das ist die Anforderung, das Ziel. Was ist bisher geschehen? Es gibt zum Beispiel in der Vergangenheit eine EU-weite Petition, wo tatsächlich 2 Millionen Unterschriften gezeigt haben, dass dieses Thema sehr brisant ist. Und dass es einfach bewusste Menschen, wie ihr auch, die sich mit Ayurveda oder auch anderen Naturheilverfahren beschäftigen, das nicht hinnehmen wollen. Dass diese traditionellen Heilmittel in Europa von der Bildfläche verschwinden, nur durch diese aktuelle Gesetzeslage. Und das ist das Thema letztlich auch hier unserer Diskussion. Wie können wir, die Ayurveda und Komplementärmedizin verwenden oder die dafür stehen, unsere Stimme weiterhin nutzen, um sie mit den Worten des Dalai Lama, dass wir
also die Worte des Dalai Lama sind, wir wollen kleine Unannehmlichkeiten, sprich, dass wir politisch aktiv werden, in Kauf nehmen, damit wir große Unannehmlichkeiten, sprich die traditionellen Heilmittel vom Markt kommen, ja, vermeiden. Was können wir tun, dieses Ziel zu erreichen? Was wurde getan in der Vergangenheit? Oder was tun wir aktuell? Und dafür habe ich einige Vertreter eingeladen zu dieser Podiumsdiskussion, aus verschiedenen Verbänden auch zum Teil, die sich mit dieser Thematik beschäftigt haben, die schon politisch oder auch generell aktiv sind und die ich jetzt dazu einladen möchte, aus ihrer Perspektive uns auch nochmal konkreter mitzuteilen, was ist da passiert, was geschieht, was können wir tun. Wir haben da zum Beispiel 3 Vertreter von dem Europäischen Dachverband für Ayurveda, die Harsha Kraminger, den Ravidas Korn und den Rachel Harris, die sich also auf politischer Ebene auch da sehr, schon viel stark gemacht haben. Wir haben den Martin Mittwede vom Verband der Europäische Verband für Ayurveda Medizin und Therapeuten, die auf dieser ähnlichen Ebene arbeiten. Wir haben den Dr. Wiener, der vom Schweizer Verband der Ayurveda Medizin und Therapeuten aktiv tätig ist. Wir haben von Anmel Nora Laugstein, die für die ganze Komplementärmedizin, wozu ja auch Ayurveda gehört, steht, die also Vorsitzende dieses Verbandes ist. Und wir haben Surya Thelen, die für die freie Gesundheitsprobe sich stark macht und vielleicht da auch über was erzählen kann. Gut, nun möchte ich vielleicht zuerst das Wort geben an Harsha Kraminger, dass du vielleicht uns vielleicht so mitteilst, was die EuRA, also der Europäische Dachverband für Ayurveda auf dem Gebiet, also gerade was diese Direktive betrifft, schon geleistet hat, beziehungsweise was ihr erreicht habt und was du denkst, was künftig notwendig ist, damit eben das die Problematik, die ich eben beschrieben habe, vielleicht nicht kommen wird in Zukunft. Großes Feld. Wir haben von der EUA, waren wir sehr aktiv seit 2006. Was wir erreicht haben, ist sehr wenig. Und wir versuchen, wir strecken einfach unsere Arme auf und laden alle anderen Verbände auch ein, mit uns gemeinsam zu arbeiten. Denn ein Verband alleine kann es gar nicht schaffen. Die Zusammenarbeit mit Anmel klappt sehr gut, weil Nora Laubstein das sehr unterstützt, nicht nur was die Naturheilmedizin angeht oder die Direktive, sondern auch was die Ausbildungen angeht und die Standards in den Heilberufen. Und was haben wir alles getan? Wir waren sehr oft in Brüssel bei Camp Interest Group Meetings für ANWE und die EUAA. Und was haben wir erreicht? Wir haben erreicht, dass Ayurveda inzwischen genannt wird. Ein kleiner Erfolg. Weil vorher wurde das nicht erwähnt. Es gab eigentlich nur Homöopathie, Anthroposophie und chinesische Medizin. Und Ayurveda wurde überhaupt in keinster Weise erwähnt bei irgendwelchen Meetings von den Camp Interest Groups. Also was wir erreichen konnten, ist erstmal, aha, es gibt Ayurveda und es scheint auch eine Naturheilmedizin zu sein oder in diesem Bereich zu gehören. Wir wurden angehört, ich wurde auch zum Beispiel von einem Envy-Komitee ins Parlament eingeladen, durfte etwas über Ayurveda sagen, durfte sagen, was es geht im Ayurveda. Es gab verschiedene Redner aus der Naturheilmedizin, wie zum Beispiel der Dr. Buchinger, der fürs Fasten steht und seine Fastenkuren. Und es war eine Chinesin da. Also es passiert etwas, dass auch in Brüssel inzwischen über naturheilmedizinische Methoden gesprochen wird. Was die Direktive angeht, ist es sehr, sehr schwierig, weil was passiert ist, ist, seit sie implementiert ist, seit 2011, Mai 2011 in den verschiedenen Mitgliedsländern, ist so, dass wir unsere
Ayurveda-Medizin zwar als Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt bringen dürfen, aber keinerlei Health Claims draufschreiben dürfen. Also der Endverbraucher darf gar nicht wissen, wozu es gut ist. Und so grenzt man natürlich den Markt ein. Das ist ein Problem. Das heißt, wir dürfen durchaus noch die verschiedenen Produkte als Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt bringen, der natürlich sehr begrenzt ist. Wird von Therapeuten vielleicht, wird mal ein Mittel verschrieben oder von Ärzten. Aber im Grunde weiß derjenige, der jetzt sich ein bisschen gesund erhalten will, weiß nicht, worum es geht. Und Health Claims sind erlaubt, wenn man es als traditionelle Medizin registrieren lässt. Aber das ist recht kostspielig. Man bräuchte auch keine Health Claims. Also die Direktive ist umgesetzt und uns bleibt also keine andere Wahl. Bei der Direktive können wir es nur so machen, dass wir Einzelkräuter wirklich registrieren lassen können. Bei BfArM, bei der Bundesarzneimittelregistrierstelle in Bonn. Aber das ist nicht, was wir jetzt als Ärzte oder Heiler oder Heilpraktiker wirklich benutzen. Wir dürfen unsere eigenen Kräutermischungen machen. Ja, das darf alles sein, aber ich darf sie auch nicht an den Patienten weiterverkaufen. Im Grunde genommen sollte es geregelt werden und im Grunde genommen ist es nicht geregelt worden. Das weiß Brösel, das weiß DJ Sanko. Wir haben, es war jemand da von DJ Sanko, ich glaube, der war aus Slowenien, der Herr. Er arbeitet für DJ Sanko, ist ein Herr Ries und er selber hat Ayurveda-Medizin gelernt, studiert. Also es ist nicht so, dass die Leute, die in Brüssel sitzen, keine Ahnung haben von Ayurveda oder der Medizin. Er sagt, natürlich wissen wir, dass das nicht greift. Natürlich wissen wir, dass das für die klassische Medizin die Regulation ist und nicht für Naturheilmedizin, nicht für die westliche und nicht für die östliche Naturheilmedizin. Das Gesetz müsste nochmal zur Vorlage gebracht werden. Und das ist recht schwierig. Und eigentlich war diese Initiative mit diesen Petitionen war ganz gut. Es hat gezeigt, dass die Menschen, der Bürger mündig ist, weiß, was er möchte, dass er die Direktive so nicht haben möchte, sondern er möchte seine alte traditionelle Medizin wieder in der Apotheke erhalten. Er kann es nicht. Also waren sie dagegen, aber diese Unterschriftenaktion konnte nicht umgesetzt werden, weil das Gesetz noch gar nicht vorhanden ist, damit der Bürger wirklich einen Punkt setzen kann und sagen kann, nein, das möchten wir nicht, wir möchten es jetzt wieder zur Vorlage bringen. Es soll jetzt so sein, dass nach 5 Jahren, nachdem es in Kraft getreten ist, kann man es wieder als Vorlage bringen, außer es würde geklagt. Im Grunde genommen lavieren wir jetzt, auch wenn wir immer fleißig nach Brüssel gehen, lavieren wir im Untergrund und behelfen uns mit den Mitteln, die wir haben, aber der Bürger hat den Nutzen nicht, weil er Ayurveda-Medizin nicht kennt, es sind zu wenig Artikel, es wird zu wenig berichtet in Rundfunk und Fernsehen. Es gab mal einen Bericht, da fühlten wir uns geehrt, ein Bericht aus Brüssel vom WDR, da durften wir etwas dazu sagen, was die Direktive angeht, da wurden wir mal kurz gehört für ein paar Minuten und das war's. Im Grunde genommen müssen wir lauter werden von allen Seiten und sagen, hier stimmt was nicht, weil keiner weiß es. Es gibt nicht viele Menschen, die Ayurveda-Medizin kennen und es gibt nicht viele Menschen, die wissen, dass eigentlich immer mehr traditionelle Heilmittel aus den Regalen verschwinden. Aber dazu kann sicherlich Nora Laubstein viel mehr erzählen als ich. Die ist wirklich im Thema drin und kann es benennen, welche Mittel es heute nicht mehr gibt und welche Nasoten es nicht mehr gibt. Also diese Heilmitteldirektive, da geht es nicht nur um Ayurveda, sondern um unsere gesamte europäische Naturheilmedizin. Auch geht es genauso. Also ich möchte sagen, wir sind aktiv, wir tun sehr viel, wir tun, was wir können, aber jetzt scheitert es an finanziellen Mitteln. Weil das nächste wäre eine Klage und die kostet Geld. Und wir arbeiten auch zusammen mit A&H also und Benefit, das sind jetzt andere Organisationen, die versuchen, etwas zu tun, auch rechtlich zu tun. Aber es hat noch nicht stattgefunden. Es wurde zwar auch Geld gesammelt, aber der rechte Ansatzpunkt fehlt nach wie vor. Es könnte ja noch ein Nahrungsergänzungsmittel bleiben. Aber im Grunde genommen dürfen wir keine Health Claims haben. Also die finden den richtigen Ansatzpunkt auch nicht. Es ist reichlich kompliziert. Und wenn sich Anwälte hinsetzen, das Ganze erarbeiten, dann ist das sehr teuer.
Und wie ich es kenne, so aus der Ayurveda-Gemeinschaft, sagt man, nee, eigentlich können wir doch behandeln, es ist alles in Ordnung. Nein, es ist es nicht. Und ich finde, wir sollten über unseren Tellerrand schauen und auch uns zusammenschließen mit allen anderen Gruppen, weil wir müssen gemeinsam gehen. Und wenn 2 Millionen Menschen mobilisiert werden können, dann ist es eine ganze Menge. Vielleicht können wir noch mehr mobilisieren. Aber wir müssen aus unserem kleinen Fenster nur ayurvedisch zu denken herauskommen und alle anderen auch mit einbeziehen. Dann haben wir viel mehr Kraft zusammen und dann haben wir auch eine lautere Stimme. Das ist so mein Eindruck. Also das Thema ist letztlich Aufklärungsarbeit, Information, Öffentlichkeitsarbeit, fällt ja damit hinein. Das, was ja auch Anme schon sehr, sehr viel macht, auf den Bereich der Komplementärmedizin, was natürlich Ayurveda auch immer mit einschließt. Vielleicht kannst du, Nora, da vielleicht was dazu erzählen, was ihr bis jetzt oder du erreicht habt im Rahmen eures Verbandes, der ja doch, ich sage jetzt mal, Patienten, die Ärzte, also die Anwender, die Hersteller von biologisch, also für ayurvedische traditionelle Medizin mit einschließt. Was habt ihr erreicht? Was könnt ihr in Zukunft noch tun? Und was wäre dein Wunsch? Wohin soll es gehen? Ja, ich begrüße zuerst einmal unser Mitglied Yoga Vidya. Also das ist schon mal schön, hier zu Hause zu sein bei euch. Und für euch machen wir auch Politik. So sieht's aus. Und Hascha mit der EUAA ist eine bewährte Kraft geworden und sie ist auch die stellvertretende Vorsitzende von ANME. Das hat sie bisher oder wurde noch gar nicht gesagt. Das heißt, wir sind letztendlich weiter verbreitet, als man so auf den ersten Blick sieht. Und den Ball, den die Hascha mir zugespielt hat, den möchte ich gerne aufnehmen. Die Naturheilkunde in Europa und als auch weltweit hat ein kleines Problem. Sie ist so richtig politisch nicht gewollt. So erscheint es uns. Warum ist das so? Es ist so, dass wir es letztendlich weltweit mit einem eigenen Heilsystem zu tun haben und so wie sich die konventionelle Medizin oder die westliche Schulmedizin über den ganzen Globus in den letzten 150 Jahren ausgebreitet hat, so hat sie eben auch eine Naturheilkunde auch an die Seite gedrängt. Also wir haben es, wenn man es politisch mal verstehen möchte, eigentlich hier mit der Konkurrenz von 2 Heilsystemen zu tun. Und das eine Heilsystem ist mittlerweile so dominant, so kräftig, so, hat so viel Einfluss, so viel Macht, dass es einfach alles aufsaugt. Es hat einen Alleinherrschaftsanspruch und wir müssen uns natürlich jetzt überlegen, wie gehen wir mit so einem Anspruch um. Wir haben uns überlegt, politisch für die Zukunft, wie können wir eine, sagen wir mal, ein Ziel, eine Utopie, eine Vorstellung entwickeln, einerseits auf der politischen Ebene, die würde bedeuten, Naturheilkunde ist als weltweit als ein einheitliches System anzuerkennen, mit allen Gesetzmäßigkeiten und braucht natürlich dann auch gesetzliche Bestimmungen, die diesem System auch gerecht werden können. Dieses naturheilkundliche System wird generell, ob das nun Ayurveda ist, Homöopathie, die klassische Pflanzenheilkunde, was auch immer, wird immer beurteilt mit allem an der Messlatte des schulmedizinischen sogenannten wissenschaftlichen Systems. Und da greift halt einfach vieles zu kurz. Und von daher können wir da nur auf den Kürzeren ziehen. Also wir brauchen politisch gesehen als Perspektive die Anerkennung, dass wir eben ein eigenes Heilsystem sind und dass wir in Partnerschaft und Respekt mit dem konventionellen System für zum Wohl des Patienten arbeiten. Also können wir auch zusammenarbeiten. Ja, was heißt das aber praktisch für uns heute, wo wir hier stehen, müssen wir mit der Situation umgehen und da bedeutet es, dass wir uns dafür einsetzen, dass Naturheilkunde eben auch gewollt wird. Das heißt, unsere Patienten brauchen es. Auch wir haben, wenn
wenn wir uns mal Deutschland den Markt angucken, wir haben in Deutschland 70 Millionen gesetzlich Versicherte auf der einen Seite und dann haben wir aber auch 12 Millionen Privatversicherte, wir haben Selbstzahler und Zusatzversicherte. Das heißt also, diese Aufteilung in Deutschland ein Zwei-Klassensystem sozusagen hätten, das kann man auch so sehen, wir haben ein staatliches und ein privates System oder wie die Politik sagt, wir haben ein anbieterorientiertes und ein nachfrageorientiertes System. Also in diese Bereiche müssen wir hineingehen und argumentieren. Und uns versteht die Politik nicht, oftmals nicht, weil wir auch die falschen Worte gebrauchen. Also die sprechen, wie gesagt, nicht vom privaten Gesundheitsbereich, sondern das ist der nachfrageorientierte Bereich. Und auch dort ist es so, dass die Bereiche sich einfach zu sehr voneinander unterscheiden. Wir müssen zueinander finden. Wir haben also die Probleme, die jetzt Ayurveda hat mit den Nährstoffpräparaten, die haben wir zum Beispiel bei den klassischen Homöopathen und den Komplexmittelhomöopathika im Moment ganz immanent. Jede Firma, die Komplexmittelhomöopathie herstellt, wird im Moment von der Wettbewerbszentrale mit Schadensersatzansprüchen überzogen, wenn sie selbst in Fachkreisen für die Wirkung ihrer Mittel wirbt. Das heißt, sie behauptet, Venenmittel, Lebermittel, Gelenksmittel haben eine Wirkung, wirken für Gelenke und das wird ihnen untersagt. Das heißt also, Firmen stehen gegenwärtig, auch kleine mittelständische Firmen der Homöopathie, stehen da auch vor dem Aus, weil sie selbst in Fachkreisen nicht mehr sagen dürfen, wofür ihre Mittel eigentlich sind. Selbst in Fachkreisen nicht. Das ist eigentlich unvorstellbar. Das war seit 100 Jahren war das gang und gäbe. Das war üblich. Nehmen Sie mal Firma Maddaus, Magdalene Maddaus und ihrem System. Der Name Maddaus ist eigentlich ein großer Name. Bloß das Schicksal dieser Mittel ist eigentlich eine ganz, ganz traurige Geschichte. Und wenn Sie da in die Details hineingehen, da sehen Sie, welche Lücken da bereits geschlagen wurden. Und für Ayurveda wird das letztendlich auch bedeuten, dass man einzelne Kräuter, wo dann ein Herzclaim vielleicht besteht, Herzclaim für alle, das ist eine gesundheitsbezogene Aussage, ne, dass man also die verwenden kann. Ne. Ja, also das ist etwas, wo wir uns wirklich zusammentun müssen. Und die Problematik der traditionellen Pflanzenmittel ist ja ein Bereich von vielen anderen, unter anderem auch, dass zum Beispiel Ayurveda als Ausbildung oder als akademischer Bereich anerkannt wird, vielleicht auch gleichberechtigt neben der Schulmedizin, ist ein ganz anderes Thema, gehört aber natürlich auch in diese Diskussion hier mit rein, wo ihr euch und auch andere Verbände sich stark machen, dass eben Komplementärmedizin oder eben auch Ayurveda recht gleichberechtigt neben der Schulmedizin stehen kann. Da seid ihr zum Beispiel, du bist ja seit neuestem der Ausbildungsleiter von der Akademie der Ayurvedischen Akademie. Europäische Akademie. Europäische Akademie für Ayurveda, genau. Vielleicht kannst du uns mal sagen, was da deine Aufgabe gerade ist oder was ihr da anstrebt, um eben, sage ich jetzt mal, Standardisierung zu finden, die eben diese Ausbildung, also dass die Qualitätsstandards, die Anforderungen daran gesichert sind. Ja, vielleicht kann ich dazu ein paar Dinge sagen, aber auch vielleicht zu dem, was gesagt worden ist, um diesen Zusammenhang herzustellen. Also, die Grundproblematik ist ja einfach, je mehr man in Detailbereiche hineingeht, desto komplizierter wird es tatsächlich und auch dann nach außen so schwer zu vermitteln. Also die gesetzlichen Regelungen, die in den letzten Jahren entstanden sind, richten sich ja an traditionelle Arzneimittel. Deswegen möchte ich so einfach nochmal klären für alle im Auditorium sagen, es gab ja im Ayurveda-Bereich bisher überhaupt keine traditionellen Arzneimittel in Europa.
Also der Ayurveda ist eigentlich von diesen ganzen gesetzlichen Regelungen direkt gar nicht betroffen. Es sind wirklich die Firmen wie Madhouse, wie andere, die seit Jahrzehnten im Bereich Arzneimittel gearbeitet haben, die jetzt davon betroffen sind. Indirekt betrifft es natürlich den Ayurveda, weil der Ayurveda so viele Komplexmittel hat und letzten Endes man davon ausgehen kann, man wird sie unter diesen gesetzlichen Bestimmungen niemals wird zulassen können. Also das wird einfach nicht machbar sein, ein Mittel mit 50 Zutaten zuzulassen. Ja, das ist nahezu unmöglich. Deswegen denke ich ja, dass wir, daran arbeite ich auch und ich habe schon Gutachten geschrieben und andere Dinge gemacht, wir müssen eigentlich wirklich klar machen, dass der Ayurveda eben, der ja mehr ist als Heilkunde, sondern eine Lebenslehre, die sehr umfassend ist, tatsächlich nicht streng zwischen Arzneimittel und Lebensmittel trennt. Das ist eigentlich die einzige Argumentationsschiene aktuell, wie wir unsere Arbeit über die nächsten 10 Jahre hinweg bringen können. Weil der finanzielle Aufwand im Bereich Zulassung von Arzneimitteln eben so immens groß ist, dass wir das... Da müssen irgendwann große Player kommen, die den Markt sehen für Ayurveda und die sagen, so, jetzt haben wir mal Spielgeld, 10 Millionen und jetzt gehen wir da mal rein und lassen ein einziges Mittel zu. So, ne, das ist einfach die Wirklichkeit und solange wir wirklich klar argumentieren können, dass Lebensmittel Heilmittel sind und Heilmittel auch Lebensmittel sind und versuchen das aus diesem traditionellen Verständnis heraus zu bringen, solange, denke ich, haben wir eine gewisse Chance, in so einer Nische leben zu bleiben. Nichtsdestoweniger finde ich es trotzdem ganz wichtig, sich zusammenzuschließen und mitzuwirken, auch in dem Bereich schon der Arzneimittel, auch wenn das ein Ayurveda im Augenblick noch nicht so direkt betrifft. Aber wir müssen das eben immer so ein bisschen auseinanderhalten und klären. Und die Petition, die letztes Jahr durch den Internetwald ja gelaufen ist, war ja letzten Endes eine Petition, die so ein bisschen ins Leere lief, weil sie sachlich nicht ausreichend recherchiert war. Und man kann das auch in Zeitungen wie der Taz nachlesen, die nun wirklich nicht pharmagesteuert ist, die das sehr deutlich auch herausgearbeitet haben. Das ist schade. Aber das Potenzial, dass Menschen aktivierbar sind für Naturheilverfahren, es gab ja schon andere Initiativen, auch von Veleda und anderen Unternehmen, die versucht haben, über die Ärzteschaft Patienten zu mobilisieren und so weiter. Das ist enorm wichtig und das muss auch weitergemacht werden. Aber letzten Endes müssen wir versuchen, einen Weg zu finden, es gangbar irgendwie zu halten. Da spielt aus meiner Sicht eben die Ausbildung auf einem Qualitätsniveau eine Rolle und es spielt natürlich auch die Forschung eine Rolle. Diesen Vorwurf muss man auch ein bisschen diesen traditionellen naturheilkundlichen Pharmaunternehmen machen. Sie haben lange die Forschung verschlafen. Also das ist, glaube ich, auch vielen Vertretern klar geworden inzwischen. Forschung, ich bin ja nun selbst Wissenschaftler, ist ja an sich nichts Böses. Man muss sich nur erstmal klar darüber verständigen, wie man was sinnvoll erforscht. Und das Schwierige und Schlimme ist, dass die Standards der pharmazeutischen Forschung im Prinzip in Richtung von Monosubstanzen gehen und Standards entwickelt haben, die ja dann wiederum nur sehr große Pharmaunternehmen erfüllen können. Also selbst im Pharmabereich gibt es ja den extremen Verdrängungswettbewerb. Es gibt den mittelständischen Verband der Pharmaunternehmen und es gibt den sogenannten Verband der forschenden Arzneimittelhersteller. Das sind die großen multinationalen Player, die eigentlich sogar auch da, sogar innerhalb der modernen pharmazeutischen Präparate versuchen, die mittelständischen auszuboten. Also der Kampf, der da hinter den Kulissen stattfindet, ist ja enorm hart, weil es ja um sehr, sehr viel Geld geht. Und selbst da muss man also sagen, sind die Forschungsstandards eben maßgeschneidert für die ganz Großen. Und deshalb ist es also überhaupt ein unheimlich schwieriger und dorniger Weg, in diesem Bereich etwas erreichen zu können. Und die Hoffnung, die man eigentlich nur haben kann, ist, dass die großen Global Player aus einer anderen Branche dagegen halten. Und mit denen müssen man vielleicht auch irgendwann reden. Das sind nämlich die Lebensmittelhersteller, die inzwischen ja sagen, wir mit normalen Lebensmitteln haben wir nicht mehr so gute Gewinnspannen. Wir wollen Functional Food, wir wollen Lebensmittel, die Gesundheitsnutzen haben. Also Beispiel wäre so immer dieser Danone-Joghurt, der für den
Darm so gut ist und so weiter. Dort ist viel Geld, dort ist viel Macht vorhanden und die werden vielleicht die einzigen sein, die eigentlich die pharmazeutischen Hersteller in so eine Schranke weisen können. Ja, weil sie sagen, wir wollen den Lebensmittelbereich auch für den Gesundheitsnutzen öffnen und wollen auch Aussagen treffen und wollen da aktiv werden. Jetzt ganz kurz noch zur Ausbildung. Es gibt ja in Deutschland jetzt diesen ersten Ayurveda-Studiengang, der mit einem akademischen Abschluss abschließt. Es gibt auch im Bereich anderer Naturheilverfahren inzwischen akademische Studiengänge. Das ist eigentlich eine tolle Entwicklung, die eigentlich primär dadurch verursacht worden ist, dass in Deutschland auch die Hochschulen an Geldmangel leiden und inzwischen neue Themen sich suchen und aktiv werden. Also gerade im naturheilkundlichen Bereich schießen ja dauernd neue Studiengänge aus dem Boden, wo man merkt, die Hochschulen suchen neue Marktlücken. Es ist sehr, sehr spannend, dass das geschieht, dass auch über den Geldmangel der Universitäten inzwischen naturheilkundliche Stiftungsprofessuren existieren an mehreren Universitäten. Wir selbst arbeiten da ja in Berlin mit der Charité zusammen und sehen, dass wir eben Forschung auf universitärem Niveau beginnen können. Und ich denke, das wird den Ayurveda insgesamt auf alle Fälle voranbringen, weil ohne Forschung wird es nicht funktionieren. Die andere Ebene ist Qualitätsstandards. Es wird zurzeit vom Deutschen Ärzteverband für Ayurveda-Medizin ja an solchen Qualitätsstandards gearbeitet. Wir als Akademie haben uns dann mit eingebracht und haben auch Anregungen gegeben. Und auch das wird dem Ayurveda helfen, dass wir einfach sagen können, wer sich auf das Schild schreibt als Arzt, er hat Ayurveda gelernt, der sollte eben nicht nur 2 Wochenendkurse gemacht haben, sondern er sollte eine solide Ausbildung haben, weil es ja ein komplexes System ist. Ich möchte noch mal ganz kurz zurück auf das, was du vorher gesagt hattest, bezüglich der anderen Global Player. Da merke ich so ein bisschen, das ist schon ein strittiges Thema. Wir müssen einfach nur mal auf die Biobranche gucken, dort wo die großen Discounter sich einfach auch diese Bioprodukte einverleiben, ich nenne es jetzt einfach mal so, und dann die wirklichen Biohersteller vertreiben vom Markt. Ich sehe die Gefahr ähnlich, dass das passieren könnte, wenn eben diese anderen Global Player sich einfach das einverleiben und dann zu ihren Zwecken nutzen. Warum nicht gleich selbst Global Player sein? Als Gegenpol, oder Gegenpol ist immer so schwierig. Also ich sage jetzt mal, das Nebeneinander ist ja eigentlich das Ziel. Ja, man soll ja nicht Konkurrenz aufbauen. Das hat ja gestern Alice Super auch gesagt. Also das Gesündeste ist eigentlich Kooperation letztlich. Das durchdringt alle Gesellschaften. Und darum geht es im Prinzip, dass natürlich, es gibt 2 nebeneinander. Die Schulmedizin hat eine große Macht und auch die Komplementärmedizin könnte eine große Macht sein. Macht ist ein schlechtes Wort, ich sage es trotzdem. da einzugreifen. Ich gebe dir aber recht, das ist schwierig, weil die Gesetzeslage einfach noch nicht da ist. Aber darum geht es. Wie viel politisches Engagement geben wir uns als eine Stimme zu haben, um eben als Global Player mitspielen zu können? Da kann vielleicht die Nora noch mal was dazu sagen. Ja, also ich würde da gerne Folgendes zu sagen. Der Kampf der Pharmaindustrie und der Lebensmittelindustrie ist bereits seit über Jahrzehnten im Gange. Die beiden sind die Global Player. Die halten die Fäden in der Hand. Da ist nichts Neues und die versuchen zum Beispiel auch immer, sagen wir mal, entweder kommen die einen und wollen an mir auf ihre Seite ziehen oder dann kommen die Lebensmittel und wollen auf die Seite ziehen. Also dieses Spiel kenne ich nun schon und da halten wir uns einfach strikt neutral, weil in diesem Player, da gibt es keine Parteinahme. Das ist das Erste. Das andere, was mir da einfällt, ist, Konkurrenz zu vermeiden, mag sich ja nett anhören. Wir sind aber hier in einem kapitalistischen System, das also den sozialen Aspekt schon längst aus den Augen verloren hat. Und ich würde sagen, vor 7, 8 Jahren wurde offiziell die Gesundheitswirtschaft in Europa eingeführt. Das heißt also, der strenge kapitalistische Konkurrenzkrieg
der wird sich eher noch verstärken und verschärfen, als dass wir hier in eine solidarische, machtbetontes Miteinander hineingeraten. Also wir müssen uns da wappnen. Und wie können wir uns wappnen? Das ist einfach Prioritäten setzen. Was stellen wir als Wichtigstes nach oben? Ist das für uns der Mensch, die Natur, der Patient, die Gesundheit, dieses an erster Stelle? Oder ist es die Ökonomie und das Geld? Ist es das an erster Stelle? Also ich glaube, diese Entscheidung, das steht am Anfang von jeglichem Engagement und von jeglicher Überlegung, wo wir da hinein wollen. Und Ayurveda als spirituelles, ganzheitliches System par excellence, ich glaube, die Entscheidung fällt da nicht schwer oder sollte zumindest nicht schwer fallen. Ich denke mal, für uns, die sich mit Ayurveda oder auch anderen alternativen Heilmethoden beschäftigen, ist das keine Frage. Ja. Ich habe gestern auch nach dem Vortrag von Alice Huber, der mich auch immer wieder sehr inspiriert, auch Leute, die gesagt haben, super, dass ihr den eingeladen habt, weil er einfach das auch auf den Punkt gebracht hat. Es ist Zukunftsmusik. Ich habe mich dann auch während des Vortrags immer gefragt, ja okay, klingt alles echt toll so, aber wie können wir es schaffen, dass wir das umsetzen in der Praxis? Dazu braucht es eben Leute wie euch, die... Würde ich gerne was zu sagen. Ja. Also ich denke, die meisten von euch haben auch gestern den Vortrag gehört. Ich hatte da ein nettes Missverständnis, als er nämlich erwähnte, Alice im Wunderland, dachte ich, er spricht von sich selber. Ja. Und denn das, was er, also ich mag jetzt nicht den Eindruck erwecken, über jemanden nicht nett zu reden, der nicht da ist. Ich bewundere ihn für seine Art und was er alles getan hat. Aber euch ist sicherlich auch aufgefallen, da gibt es eine riesen Diskrepanz zwischen dem, was er zu meiner Verwunderung als Vertreter der Gesundheitswirtschaft vorgestellt hat. Die wissen ja eigentlich alles, wie es geht, aber warum läuft es so wenig? Und da möchte ich jetzt ganz gerne noch einen anderen Aspekt einbringen. Wir sitzen hier hinter Bildern von indischen Meistern. Und das sollte uns daran erinnern, dass wir hier an einem ganz besonderen Platz sind. Dass an einem Platz, der der spirituellen Welt Raum gibt, einem Platz, der uns bewusst macht, wir leben hier zwar in der Dualität, aber dahinter gibt es die Einheit. Und wir werden nur etwas erreichen in diesem Bewusstsein der Einheit. Und wir leben in einem Land, was vor 20 Jahren eine friedliche Revolution erlebt hat, nach dem Motto, wir sind das Volk. Und ich habe mich jetzt deshalb gemeldet, weil ich möchte nicht den Eindruck erwecken, hier sitzen jetzt hier Fachleute, die machen schon irgendetwas, die haben was geschultert und das geht sicherlich in Ordnung, meinen Segen haben sie. Nein, wir haben vielleicht was geschultert, aber wir brauchen viele Schultern, auf denen wir sozusagen uns stützen können. Und ich denke, ganz wichtig ist, wenn man sich mit Ayurveda beschäftigt, wenn dabei mitschwingt das Bewusstsein, wir müssen mit diesem ganz besonderen Bewusstsein gegen das Allgemeine, gegen die Schulmedizin und so weiter angehen, dann ist jeder Einzelne von euch gefragt. Dieses Bewusstsein ist total wichtig. Und dieses Bewusstsein muss einen Platz finden, einen Raum finden im Alltag. Wenn ich von Ayurveda überzeugt bin und weiß, ich will für meine gesunde Ernährung sauberer Butter oder frische Milch, ich mache mir Spaß draus, ich gehe in jeden Supermarkt und frage, wo habt ihr Sauerrahmbutter, wo habt ihr frische Milch, ich weiß, das haben sie nicht, aber das ist die Macht, die ich als Konsument habe, nachzufragen. Oder wenn ich eine Krankenversicherung brauche, nachzufragen, unterstützt die Ayurveda und zu wechseln, wenn die es nicht tun. Oder bei meiner Bank nachzufragen, spekuliert ihr mit Lebensmitteln, und wenn sie das tun, die Bank zu wechseln. Also ich würde euch gerne ins Boot holen. Und nicht den anderen vermitteln, dass wir hier irgendwie Konzepte haben. Wir haben ja schon gehört, dass es die gibt. Und, aber dass wir viel, viel mehr Unterstützung brauchen von euch, von jedem Einzelnen, damit das auch greift. Ja. Ich wäre... Das ist tatsächlich ein Thema, was ich sowieso auch gerne mit reingebracht hätte. Sorry. Ist aber völlig in Ordnung, meine Stimme ist ja eh fast weg. Von daher muss ich mich einfach ein bisschen zurückhalten. Aber es ist tatsächlich das Bewusstsein, einfach zu wissen, okay, also er hat gestern zum Beispiel, ich muss einfach ein paar Sachen zitieren, die gut waren, auch wenn du recht hast, da gebe ich dir recht. Wohin wollen wir? Ja? Es kommt drauf an. Ja? Was im Prinzip jeder für ein Ziel oder Interesse hat. Ja? Und die Interessen sind einfach verschieden. Und diese Bündelung dieser Interessen ist einfach,
das, was zählt. Ja, und da sind wir eben alle gefragt. Also klar, ich gebe dir recht, jeder Einzelne, der als Nachfrager praktisch da viel bewirken kann, als Konsument von unten. Aber es gibt auch die, die von oben, die also schon in Verbänden organisiert sind, die schon sehr viel aktiv sind, in die politische Richtung streben können, damit eben die Gesetzeslage verändert wird. Weil das nützt es uns zum Beispiel, wenn ich jetzt bereit bin und sage, ich finde es ganz klasse, dass ich traditionelle Heilmittel für mich anwende, weil ich einfach gut finde und weil das nebenwirkungsfrei ist. Es ist artgerecht, es ist umweltfreundlich, aber ich bekomme es nicht mehr zu kaufen. Also was habe ich davon? In der Biobranche funktioniert das noch oder hoffentlich noch länger und absolut, ich sage jetzt mal, wie soll ich sagen, alleinig. Ja, ich kann jetzt entscheiden als jemand, der sagt, ich will das unterstützen. Ich kaufe Bio-Lebensmittel, auch wenn sie etwas teurer sind. Was mache ich aber, wenn ich sage, ich möchte die traditionelle Medizin, die traditionelle Heilmittel unterstützen und ich bekomme sie nicht mehr oder nur im grauen Markt oder zu teuer? Das ist das Denk. Also ich verstehe beide Seiten. Und was können wir tun, damit eben das nicht der Fall wird? Ja? Irgendwann stehen wir dann da und denken, ja, wir finden das ja ganz toll, aber wo kriege ich es her? Ne? Also ich glaube, da müssen wir einfach ansetzen und du kannst ja noch was dazu sagen. Naja, ich denke, wir müssen noch ein Stück weiter zurückgehen. Der Super sprach auch gestern, das fand ich ganz toll, lass uns eine Kathedrale bauen. Mhm. Und wenn wir uns mal die Kulturen überall auf der Welt angucken, jedes kleine Dorf bei uns hat eine Kirche. Und die ist nicht in Auftrag gegeben von irgendeinem Sportler, Philipp Holzmann oder Ikea oder sonst irgendjemand. Die ist mit der Händearbeit der Dorfbewohner entstanden. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Indien wurden Tempel gebaut. Ich kenne mich mit der islamischen Kultur nicht aus, aber ich vermute mal auch, dass da die Dorfbewohner ihre Moschee gebaut haben und die Erfahrung gemacht haben, die uns ja Ayurveda auch spiegelt, wenn ich geistig Kräfte haben möchte, mich weiterentwickeln möchte, Energie bekommen möchte, dann geht es ums Geben. Mhm. In der Gemeinschaft und nicht ums Nehmen. Und ich meine, da sind wir bei einem ganz fatalen Thema heutzutage. Wir glauben, je mehr wir nehmen, desto mehr haben wir. Aber es ist genau umgekehrt der Fall. Und ich denke, da ist jeder von uns gefragt, diese ayurvedischen Prinzipien auch in seinem Alltag zu integrieren und da einen Boden zu schaffen. Das übersprach ja auch davon, es ist offensichtlich eine Stimmung im Umbruch. Vielleicht stehen wir wieder vor einer nächsten, hoffentlich friedlichen Revolution. Und ich denke, da ist jeder von uns auch wieder gefragt, mit diesem Bewusstsein, welches Bewusstsein bringe ich dahin? Ne, gucke ich jetzt auch wieder, dass ich hier sozusagen ayurvedisch meine Vorteile rausziehe. Man kann auch Ayurveda betreiben, ohne das Ganze, den spirituellen Background, dann wird es wieder zum Aspekt der Schulmedizin. Das heißt, wichtig ist, dass wir uns im Hintergrund immer fragen, wo stehe ich da, was kann ich tun als Einzelner, wo muss ich mich auf meinem spirituellen Weg weiterentwickeln, um auch diesen Boden, den Ayurveda braucht, ihn zu schaffen und dass es dann auch fruchten kann, dass es wachsen kann. Letztlich weg vom egozentrischen Denken. Ich meine, jeder, der jetzt mit Ayurveda zu tun hat, muss natürlich auch irgendwo davon leben, das ist ganz klar. Aber hin zu einem Denken, dass es letztlich eine Medizin oder eine Heilmethode ist, die allen zugute kommen sollte und möglichst eben für jeden erreichbar ist. Auch da können wir von Ayurveda lernen, wenn man sich die Geschichte anguckt. Früher war es eigentlich gewünscht, dass jemand, der mit Ayurveda Geld verdient, also als Ayurveda-Arzt arbeitet, möglichst eben nicht Geld damit verdient, sondern dass er eigentlich einen Betrieb hat, der ihn unabhängig davon macht. Wohl wissend von der menschlichen Eigenschaft, dass wenn ich davon profitiere, irgendwann vielleicht aus den Augen verlieren kann, was tue ich für mich, was tue ich für den anderen. Wenn ich davon abhängig war, wenn ein Ayurveda-Arzt früher am Dorf gearbeitet hat, dann wurde der entlohnt am Ende des Jahres in Naturalien. Der bekam umso mehr, je weniger Krankheit in der Familie passierte. Das heißt, da wurde ganz klar Gesundheit belohnt, ein System, was mich auch überlegen könnte, ob man sozusagen den Ärzten ein Budget gibt und es verwaltet das, so ähnlich wie er es ja vorgestellt hat, wo es, glaube ich, im Kreis in Schwarzwald so geben soll. Also auch da sind wir gefordert, an uns zu arbeiten und zu gucken, ob wir diesen Aspekt auch mit einbeziehen können. In Holland ist das übrigens, wird es praktiziert, dass Ärzte und Ärztinnen für Gesundheit entlohnt werden, nicht für Krankheit. Also dieses Prinzip mit diesen 10 Euro, die man bezahlen muss, wenn man dann in die Praxis geht, ist ja genau kontraindiziert. Also es passiert, man hat ja Studien gemacht, wo man festgestellt hat, dass die Leute, die dann 10 Euro bezahlt haben, sich damit auch das Recht gekauft haben, vielleicht 10-mal in diesem Quartal, also in der Praxis zu sitzen. Also genau das, was man erreichen wollte, ist nicht passiert und die Holländer machen es besser. Die belohnen Gesundheit. Also
Zahnärzte und Ärztin dahin gehen. Je weniger Menschen zu ihnen kommen, desto mehr verdienen sie. Also es gibt es schon alles. Das politische Stichwort dazu heißt Salutogenese, Pathogenese. Das ist einfach eine politische Forderung, die man dann stellen müsste, die von allen auch mitgetragen werden könnte. Das war ja gestern auch kurz Thema, du warst gestern noch nicht da bei dem LSU, der hatte das auch kurz angeschnitten, dieses Thema Salutogenese. Es gibt ja tatsächlich auch noch andere Vorreiter, die gerade auf dem Gebiet der Telemedizin einiges erreicht haben, zum Beispiel die Schweizer, die ja, ich weiß jetzt nicht genau, wann es war, ich glaube 2009, in einer Volksabstimmung erreicht haben, dass die Komplementärmedizin, berichtige mich, wenn ich was Falsches sage, in der Verfassung tatsächlich verankert wurden und also eine Grundlage bilden, damit diese Komplementärmedizin noch weiter anerkannt werden kann. Du bist ja da sehr aktiv auch auf dem Gebiet als Vorsitzende des Verbandes der Schweizer Ayurveda Medizin und Therapeutik. Ja. Entschuldige. Und auch dem österreichischen Dachverband für Ayurveda. Und ihr habt da ja sehr viel auch Arbeit reingesteckt und es kommt auch noch sehr viel Arbeit auf euch zu. Vielleicht kannst du da, Dr. Rina, Hans, Dr. Heinrich, Dr. Rina, vielleicht was dazu sagen. Ich denke, es wurde schon angesprochen, das Problem, und da stimme ich zu. Es ist vor allem die Diskrepanz, dass 70% der Bevölkerung alternative Heilverfahren wünschen und dass sogar die Politiker und ihre Familienmitglieder in alternativmedizinischer Behandlung sind, aber dass man die nicht dazu kriegt, sich zu bewegen, weil einfach eben zu viele Interesse-Lobbys sind. Und wir haben einfach den Vorteil in der Schweiz, dass wir mit direktdemokratischen Mitteln diese Alternative, also dieses Referendum für eine Verfassungsänderung gestartet haben. Wir haben verschiedene Verbände zusammengetan, eben auch unser Verband, und gegen den Widerstand des Parlaments, weil die müssen ja dann einen Gegenvorschlag erarbeiten, und gegen den Widerstand des Gesundheitsministers. Und es gab die höchste Ja-Quote in den letzten 25 Jahren bei einer Abstimmung, nämlich knappe 70% der Bevölkerung hat Ja gestimmt. Und der Text ist eben, dass die Regierung dafür sorgen muss, dass Alternativmedizin gebührend gefördert wird. Und darauf folgend eben haben wir natürlich jetzt die Berufsausbildung, an der arbeiten wir. Und da ging es um einen Lernprozess, dass wir vom Methodendenken weggehen mussten zum Berufsdenken, weil eben Ayurveda ist sehr klein und wir können nicht viel bewirken. Wir haben das Gleiche bewirkt, das Hascha jetzt gesagt hat, eben das Ayurveda auf einmal eine der vier oder fünf in sich geschlossenen Heilsysteme ist. Das heißt, wir haben jetzt in der Vernehmlassung ein Berufsbild für einen Komplementärtherapeuten und das zweite ein Alternativmediziner im Sinne eben der nichtärztlichen Alternativmedizin. Und da wird es jetzt höchstens noch 2 Jahre dauern. Der KT, der Komplementärtherapeut, ist mehr oder weniger schon durch, das wird im nächsten Jahr passieren, aber mit der Alternativmedizin, da brauchen wir noch Zeit. Das heißt, wir müssen diese Diskrepanz zwischen den Wünschen der Bevölkerung, wir müssen den Gutwillen der Bevölkerung, müssen wir irgendwie umsetzen können. Das können wir sicher als Individuum, die mit Ayurveda arbeiten, bei unseren Patienten und bei unseren Schülern oder bei unseren Kontakten. Aber es geht nicht ohne, dass wir uns in Verbänden engagieren, organisieren und dass wir auch diese Verbände finanziell unterstützen. Wenn wir nicht eine Sammlung gemacht hatten, und es waren nicht große Players, die uns unterstützt haben, aber es haben Zehntausende von Schweizerinnen und Schweizern haben uns 20 Franken zugeschickt. Und das hat dann letztlich die 200.000 Franken gebracht, die wir gebraucht haben, um die Initiative überhaupt zu starten.
Vielleicht eine kleine Anmerkung zum eben dem noch größeren Giganten der Food Industry versus die Pharma. PepsiCo hat bereits 25 Millionen Dollar investiert in Indien in ein Ayurveda-Projekt, ja, mit ganz wichtigen Auflagen natürlich, aber das Geld ist schon geflossen. Und ich finde, wir müssen da uns auch neutral verhalten, wer weiß, wo wir wieder winnen, wenn du auf der falschen Seite bist. Und dann kriegst du erst recht eins auf den Deckel. Also da müssen wir uns eben in starken Verbänden organisieren. Und dann haben wir eine Chance, dass wir da diese maschinale Kraft bilden und den Gutwill der Bevölkerung solches umzusetzen wissen. Also ich greife mal den Gutwill der Bevölkerung auf. Das, was ich vorhin schon sagte, dass wir als Konsumenten letztlich die sind, die auch Veränderungen hervorrufen können, was ja letztlich durch diesen Volksentscheid auch geschehen ist. Die Frage steht im Raum, ist das ein Vorbildmodell, das, was in der Schweiz geschehen ist? Und ist es überhaupt so umsetzbar auf Europa? Ja, und die Frage ist ziemlich schwierig, weil natürlich die Schweiz an sich für sich gesetzliche Regelungen hat, die nicht eben in der EU gelten. Und das ist sicherlich auch das Hauptproblem, dass eben in der EU so viele verschiedene Länder Platz haben, die verschiedene Regelungen haben und die zu einem Länder ja auch noch gebracht werden müssen. Nein, vielleicht kannst du da was dazu sagen? Can I speak English? Yes. Everybody. although I live in Germany and I'm working in Europe, my earlier experience was in the UK and in India. And the model in the UK is that they have a university degree course for Ayurveda, which is great. So it's a 3-year university course, and they also have a master's degree and the rest of it. And it's being regulated by the government in England. The regulation will then allow the practitioners to practice Ayurveda in a fairly classical way. The problem then comes is where do the medicines come from? And every time there's a kind of the alternative therapies put their heads up and say we can cure or we are curing diseases, so the rules come down to restrict the use of medicines and to restrict the professional application of those. The same thing's happening in India. I just received a comment back on some legislation that's going through for good clinical practice, which again is going to be restricting the range of medicines that can be used. My main concern is that Ayurveda comes from a very ancient tradition that although we say it comes back from 10,000 years, we don't know where it started. There are great sages that developed this wonderful science. And every time I hear Ayurveda mentioned in the political or social environment, I hear that wisdom being depleted again and again. If we want to teach, we've got to teach within a certain syllabus. That's prescribed by the WHO. They have guidelines, which was prescribed by the Indian government. The Indian government are only allow the practitioners to practice Ayurveda who've gone through the BAMS system. The whole cultural heritage of Ayurveda is being destroyed by politicians. So the question here is, Ayurveda needs a voice. Ayurveda yoga needs a voice. I think the bit that we're missing is that we're losing touch with the cultural heritage, and I'd like that to be heard now in all the different
in all the different forums. Because what we're doing is we're tailoring Ayurveda back into what the pharmacy industry wants, what the governments can control. And actually, Ayurveda goes beyond control. It is not in that. It is not in that realm. So, yeah, that's my reflection. Genau, ich hätte jetzt nur so auch eine Frage an dich, Nora, noch, aber du kannst gerne darauf antworten. Vielleicht beantwortest du auch schon meine Frage. Mal schauen. Ja, also das, was Nai schon sagte mit dem immateriellen Kulturerbe, ist natürlich etwas, was Anmeh auch jetzt schon mittlerweile, ich glaube, 4-5 Jahre auf die Tagesordnung gebracht hat. Und es ist sozusagen gedacht als Antwort auf diese rein materielle, mechanistische Sichtweise, wenn man ein Therapieverfahren und die ganze Naturheilkunde jetzt weltweit mit ihren verschiedenen Ausprägungen ohne einen kulturellen Kontext verstehen will, dann ist das eine Vergewaltigung. Das ist eine Frechheit. Das müsste eigentlich zum Himmel schreien, täglich. Insofern ist dieses Standbein ein ganz, ganz essentielles, dass wir wirklich für die Anerkennung der Naturheilkunde als ein immaterielles Kulturerbe eintreten. Und da gibt es eine UNESCO-Konvention von 2003, die das also ermöglicht. Und gegenwärtig ist in Österreich, sind die Kneippianer dran. Das heißt, die Wasserheilkunde von Kneipp soll also in Österreich immaterielles Kulturerbe werden. Und es hat sich auch hier die Frau Kaspar Merx dafür ausgesprochen, die Präsident des deutschen Kneippvereins, der Präsident des ungarischen und des Schweizer Kneippvereins. Und was macht der Präsident des österreichischen Kneippvereins? Er sitzt das aus. Er sitzt das einfach aus. Jetzt wartet die UNESCO Österreich darauf, dass der Antrag endlich kommt. Die sind schon bereit, Ja zu sagen und wollen das machen. Und die Mitglieder wollen das auch. Bloß der Präsident macht es nicht. Der setzt es aus. Das wäre also jetzt mal ein Beispiel, wie ein traditionelles Verfahren eben als immaterielles Kulturerbe anerkannt würde. China ist da schneller. Korea ist da auch schon vorgeschnellt. Die haben also eigene Verfahren bereits als immaterielles Kulturerbe sozusagen patentieren lassen. Ja? Also man muss sich auch einfach klar machen, das birgt auch einen gewissen Schutz, ne, wenn man eben da diesen kulturellen Background mit hineinnimmt, weil das sind sozusagen weiche Werte. Und es zählen heute in der Politik immer nur die harten Werte. Wobei wir immer, wenn wir in Sachen Umwelt oder Ernährung, Bio, wie du schon sagtest, unterwegs sind, unsere Wälder, unsere Bäume, das sind weiche Werte. Das ist nicht nur Holz, was man verkauft, sondern das ist auch Luft. Das ist der Baum als Lebewesen. Das sind sogenannte weiche Werte. Das heißt, wenn Ravil es fragt, was können wir tun, oder da möchte ich es noch beifügen, treten wir einfach mal in den kommunalen Parlamenten oder in den kommunalen Zusammenhängen, wo wir sind, dafür ein, dass auch so etwas, dass auch weiche Werte in einen Jahresbericht übernommen werden. Stichwort kommunal. Würde mich einfach auch nochmal interessieren, wir reden ja viel, was können wir tun auf Europaebene? Was es ja immer schwieriger macht. Ist auch gut, dass wir das tun, klar, weil wir sind nun mal in Europa. Aber ist es nicht sinnvoller, eben genau das zu tun, dass man eben auf kommunaler Ebene da mehr interferiert und auf dieser Ebene Bewusstsein schafft, was letztlich, wo ja auch wieder Politiker sitzen, die dann auch wieder gebündelt nach oben in ein Sprachrohr sein können. Zum Beispiel jetzt auch in der Schweiz, es gibt ja die Kantons, du hast ja zum Beispiel bei dir 50 Heilmittel, die du zugelassen hast. Wir gehen mal auf diese Heilmittel mal kurz zurück. Was es eben auf dieser kommunalen Ebene geschieht, aber du kannst es zumindest anwenden, weil du das eben mit relativ wenig Aufwand zugelassen bekommen hast. Ist das nicht auch vielleicht ein Weg, den wir gehen können, dass es eben vielleicht auch mehr auf kommunaler Ebene stattfindet? Fragezeichen. Also auf der Ebene der Bundesländer vielleicht, aber die haben ja alle ihre Kompetenz abgegeben
in der Schweiz ist Gesundheit immer noch eine Sache der einzelnen Bundesländer, sprich Kantone. Und auch schweizerische Gesetze werden implementiert durch die Gesundheitsbehörden im einzelnen Kanton. Und die Behörden stellen sich auf den Standpunkt, dass wie viel Unheil kann der Hans Wiener mit seinen Medikamenten anstellen, selbst wenn, ist es regional nachvollziehbar, weil er gibt ja nur so viele Mittel pro Jahr ab. Das heißt, deshalb gibt es eben diese Provision im Gesetz, dass ein Apotheker, ein Arzt kann Hausmittel herstellen und die abgeben, die kann man aber nicht in den Handel bringen, eben, das ist die Sicherung. Aber eben die Zulassung ist relativ einfach und kostengünstig und das erlaubt mir dann eben quasi mit 40, 50 ayurvedischen Heilmitteln, auch komplexen Heilmitteln, zum Teil habe ich auch sehr viele Zutaten in einem Mittel drin, mit Indikation, mit Dosierung abgeben an die Patienten. Ein Thema noch ganz kurz dazu. Du hast ja auch ein Buch geschrieben über Heilpflanzen, die eben auch, also wir sind ja schließlich in Europa, das darf man nicht vergessen, wir haben also auch sehr viele Heilpflanzen hier in Europa, die wir ja durchaus auch nutzen können im ayurvedischen Sinne. Wäre ja auch eine Überlegung wert, zu schauen, inwieweit, oder ist es meine Frage, ich meine Kenntnis reicht vielleicht da jetzt auch nicht so weit und so tief, zu sagen, wie können wir unsere vor Ort Heilmittel nutzen, um eben den Gesundungsprozess voranzutreiben. Das ist sicherlich auch noch eine berechtigte Frage, die im Raum steht. Müssen wir unbedingt die traditionellen Heilmittel in Indien unbedingt immer exportieren, um sie hier anzuwenden? Oder können wir das nicht auch, sag jetzt mal, mit unseren Heilpflanzen, die wir hier haben, machen? Also ich stelle ja auch Heilmittel mit europäischen Pflanzen her. Also nicht ausschließlich, es gibt einfach, ich nenne die nicht ersetzbaren, die hat es immer gegeben in der europäischen Medizin, wenn wir von Alpinia Galanga reden, eben Galgant, Hildegard-Medizin, dann wächst Galgant ganz sicher nicht in Europa, den hat man schon damals aus Asien importiert und im Mittelalter. Und so eben gibt es bestimmte Heilpflanzen, die halt ein ganz spezifisches Mikroklima brauchen, um zu gedeihen. Aber für 80% der Indikationen kann ich sicher mit lokalen Heilpflanzen arbeiten. Aber eben, es ist wieder, was Naisho gesagt hat und was auch bestätigt wurde, man muss ein bestehendes System überstülpen über Ayurveda und ich hatte da auch als Vorstandsmitglied wirklich Bedenken, weil auch in der Ausbildung es wird uns etwas aufgezwungen, was eigentlich Ayurveda nicht im ganzheitlichen Sinn entspricht und das tut weh. Und wir sind natürlich stolz, haben wir jetzt Ayurveda zugelassen, zwei Berufsbilder, aber auf der anderen Seite ist es auch ein Verlust. Also, ich wollte noch zurück auf diese kommunale Ebene. Und zwar gibt es den Ansatz, den jetzt hier in Europa oder auch in Deutschland die Grüne Partei verfolgt, und das ist die kommunale Gesundheitsförderung. Das leitet sich ab aus dem Präventionsgedanken und bietet ganz konkret, sagen wir mal, für einen Berufsverband wie Yoga Vidya zum Beispiel, Ansätze, dass man sich an den Amtsarzt und seinen Stellvertreter im Kreis wendet und sich mal zusammensetzt und über Prävention und Gesundheitsförderung konkrete Gedanken macht. Da ist ein Bedürfnis der Politik, was ich da gefunden habe, was durchaus mal angegangen werden könnte. Und ich denke, es könnte genauso auch von unten kommen, dass man, wenn wir sagen, Naturheilkunde ist eine Medizin der Menschen, des Volkes, der gewachsenen Strukturen, der Kulturen, dass man das eben auch über die kommunale Politik, die Kreispolitik, hineinbringt in einfach Kindergärten, in Schulen, in diese ganzen Bereiche, wofür dann die Gesundheitsdezernenten des Kreises auch Ansprechpartner sind.
ganz konkrete Tipp. Ich würde ganz gerne, ich hätte dich jetzt einfach nochmal gefragt, es gibt ja dieses sogenannte Leonardo da Vinci-Programm, wo man mit einem bestimmten vorgegebenen gesetzlichen Rahmen vielleicht schon was erreichen könnte. Vielleicht kannst du über dieses Programm was sagen, inwieweit es Möglichkeiten gibt, die Komplementärmedizin da vielleicht in Zukunft verankern zu können und welche Gefahren oder auch Chancen damit verbunden sind. Also ich sehe es so, wir haben dieses Leonardo da Vinci-Programm, da sind wir jetzt eigentlich richtig seit Herbst letzten Jahres darauf aufmerksam geworden. Das ist ein Förderungsprogramm der EU für berufliche Aus- und Weiterbildung. Und die arbeiten in allen europäischen Mitgliedstaaten und diese Ausbildungen und Weiterbildungen sind in einem Punktesystem dann auch europaweit anerkannt innerhalb dieser Institutionen. Das heißt, es bezieht sich auf Berufe in der Metallindustrie oder in anderen. Das wäre zum Beispiel auch etwas, was in den Public Health, in den Gesundheitsbereich hineinkommt, wo die jetzt auch dran sind. Und wir sind jetzt auch dran und wollen uns da mehr hineinarbeiten, weil es wäre eine Möglichkeit, einfach mal weiter gesponnen, wenn man jetzt mit Ausbildung und Weiterbildung, die europaweit anerkannt in einem System sind und man hat dort diese Punkte erworben, die anerkannt werden, dann ist ja diese Ausbildung etwas wert, also im Sinne einer europäischen Anerkennung, das ist von der Kommission initiiert. Das heißt also, diese Ausbildung hätte einen anders als jetzt privat, rein private Ausbildungen, die natürlich auch mehr oder weniger wert sind, aber man hätte einen allgemeinen Level, auf dem eine Qualität definiert werden könnte, die bisher offiziell nicht definiert ist. Das muss man auch mal sagen. Und dann bleibt natürlich immer noch die Frage der Berufserlaubnis, die ist natürlich dann national weiterhin geregelt. Plus die Art der Aus- und Weiterbildung wäre schon auf einem europaweiten Niveau. Und Nigel Habers wird am Mittwoch, Donnerstag nächste Woche, dann zu einer Veranstaltung dieses EQUET-Teams, das ist also dieses System, was dort vorgestellt wird, wird hinfahren und sich da informieren. Und wir werden uns dann intern darüber beraten, inwieweit das für die CAM eine Art Möglichkeit darstellen würde. Wir hatten es ja jetzt schon ein paar Mal, der Robby das zum Beispiel hat auch gesagt, was kann denn jeder Einzelne tun, neben den, sage ich jetzt mal, Aktivitäten, die ja schon laufen, auf der Ebene der Verbände, was kann aber jeder Einzelne auch von euch tun, um eigentlich diese Arbeit zu unterstützen? Das soll so ein bisschen auch schon so der Schlussgedanke sein, von diesem wirklich sehr komplexen, weit und tiefgehenden Thema, was wir sicherlich heute hier nicht abschließend beantworten können. Aber es ist für mich auch nochmal wichtig, zum Schluss darzulegen, was denn für Möglichkeiten bestehen. Hans, du hattest vorhin schon gesagt, ihr wart damals froh, dass ihr von jedem 20 Franken bekommen habt, damit ihr überhaupt diese Initiative starten könntet. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder dass eben Menschen in den Verbänden vertreten sind, dass sie praktisch entweder aktives Mitglied sind, indem sie da ihre Beiträge bezahlen, umgekehrt passives Mitglied, Fördermitglieder, eben Spenden geben oder eben aktiv zu sein. Also aktive Anmitglieder sind herzlich eingeladen zum Tag der frischen Triebe am 23. Mai in Frankfurt. Es gibt aber natürlich ja auch andere Verbände, wo das auch möglich ist. Also wir haben die Neue A, wir haben den WEAT, wir haben den Schweizerischen Verband für Ayurveda-Mediziner und Therapeuten. Also es gibt ja schon sehr viele Verbände, wo natürlich das, ich sage jetzt mal, zukunftsrechtliche Ziel ist, dass eben diese Verbände sich auch zusammen nicht schließen unbedingt. Die dürfen ja nebeneinander existieren, das ist überhaupt keine Frage, aber einfach, dass sie in dieselbe Richtung gehen. Ist eine Möglichkeit, wenn jetzt alles super hier sitzen würde, der würde sagen, ja, dann, wenn ihr wollt, dass
die Naturmedizin, sagen Sie mal, gefördert wird, dann redet der Securita PKK bei. Klar, es ist ein erster Ansatz. Sie haben eine Rolle, eine Vorreiterrolle, ganz klar, im Bereich der Krankenkassen. Einfach, dass vielleicht auch andere Krankenkassen damit, sagen wir mal, mitziehen. Ich möchte jetzt keine Werbung für die Securita unbedingt machen, aber es ist ein Schritt. Und ich meine, ich mache jetzt auch einen bestimmten Rand, um da einzutreten, aber es ist einfach für euch wichtig, wie kann ich, was kann ich tun? Ja, selbst wenn man sagt, ja, ich finde es toll, was die da machen, aber letztlich können sie es nicht tun, indem die keine Unterstützung haben, sei es finanziell oder eben auch diese ganzen verwalterischen Tätigkeiten, Öffentlichkeitsarbeit, informieren, in den Kommunen tätig zu sein. Was könnt ihr tun, um in euren Kommunen tätig zu sein? Zum Beispiel, deswegen haben wir das Thema Kommune auch. Also das möchte ich einfach nochmal mit ans Herz legen, dass es da sehr viele Möglichkeiten gibt und Bereiche, wo jeder Einzelne von euch tätig sein kann und die, die jetzt auch hier sitzen als Vertreter von Verbänden, einfach zu unterstützen, weil es braucht auch diese moralische Unterstützung natürlich, ganz klar. Es ist nicht nur immer diese finanzielle. Ja, manchmal steckt man dann mittendrin und denkt, das geht nicht mehr vorwärts, weil wieder, ich sage jetzt mal, was vor die Füße gelegt wurde, und man drüber hüpfen muss und die Hürde einfach viel zu groß ist. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und vielleicht abschließend kann jeder von euch auch nochmal sagen, was er sich so als, vielleicht mal ein paar kurzen Sätzen, nicht viel, wünscht für die Zukunft. Das, was ich vielleicht schon angeschnitten habe, aber eben für euch selbst, für eure Arbeit, wie es aussehen könnte in Zukunft und was dafür notwendig ist. Also ich wünsche mir, dass die Vertreter der gesetzgebenden Organe auf uns mit offenen Armen zulaufen und fragen, wie können wir euch helfen? That's a big question. Of course. What we want is more participation. The more voices, the better. The more active, the better. And the better informed. We need people to campaign. We need people to create petitions and lobby and just work and really hear the voice for Ayurveda and for all the complementary and alternative medicine systems. We don't want to be beaten by the pharma industry. And maybe that's our job. Ich bin in Berlin aufgewachsen, habe die 68er-Demonstration mitbekommen und da nie ganz verstanden, warum das Sein das Bewusstsein bestimmen soll, also warum ich warten soll auf eine entsprechend glückliche Gesellschaft, bevor ich glücklich sein kann. Von daher kam mir Ayurveda sehr entgegen. Die für mich liebste Definition des Ayurveda ist eine Anleitung zum Glücklichsein. Und insofern würde ich sagen, beschäftigt euch weiter mit Yoga und mit Ayurveda, werdet glückliche Menschen. Ich bin überzeugt, es braucht erst glückliche Menschen, dann gibt es daraus die glückliche Gesellschaft. Aber wenn ihr glücklich seid, dann vergesst nicht, dass ihr auch ein Stück was Gemeinnütziges tut, denkt dann an die Verbände. Und das kann, wie gesagt, sein, ideell oder auch materiell. Arbeit gibt es genug. Danke. Welchen Wunsch habe ich jetzt? Also ich kann mir wünschen, dass wir alle mehr zu uns zurückkehren, dass wir alle mehr zu unserem Selbst zurückkommen. Und dass die Aktionen aus tiefem inneren Frieden folgen, indem wir die richtigen Schritte tun und die gemeinsam, dass wir Informationen austauschen und uns gegenseitig unterstützen auf dem gesunden und wahren Weg zu uns selbst. Danke. Ja, wir haben ja heute schon, glaube ich, mal darüber gesprochen, weil ich bin jetzt heute nicht so zu Wort gekommen. Ich fühle mich auch ein bisschen fremd hier. Nein, nein, das war kein Problem. Ich vertrete halt hier Yoga Vidya bei den freien Gesundheitsberufen und das ist ein Dachverband für die komplementäre Methode, nicht nur Medizinsysteme. Und was mir auffällt im Laufe meiner vielen Jahre, ich habe da 4 Jahre im Vorstand gesessen, jetzt sitze ich wieder auf der anderen Seite. Es gibt immer sehr wenige Menschen, die sich einsetzen und kämpfen. Lassen wir das erstmal weg. Die sich einsetzen, die sich bemühen, die das ehrenamtlich machen, mit sehr viel Engagement und Enthusiasmus. Und ich glaube, das sind auch die Leute, die jetzt hier im Podium sitzen, die würde ich dazu zählen. Und was
ich bemerke oder was ich mir wünschen würde, es müsste wieder mehr Menschen geben, die für irgendwas brennen, wenn ich es mal so sagen darf. Ja? Es muss irgendwas sein, was mich so beschäftigt, für das ich wirklich, ja, ich kann es nicht anders, für das ich brenne und für das ich auf die Straße, nee, nicht auf die Straße, aber für das ich mich einsetze, mich inspirieren lasse und mir Netzwerke suche und Menschen suche und mich zusammenschließe und dafür was tue. Und nicht so diese Mauer hinterherlaufen, sondern auch dann, ich denke, das kommt dann aus einem Glücklichsein oder aus einem Frieden mit mir selber. Und dafür stehen ja auch diese Systeme jetzt mal Yoga, Ayurveda und auch die anderen komplementären Methoden, aber dass sie auch gelebt werden. Und was ich mir wünschen würde, dass die Menschen, die jetzt hier am Podium sitzen, ich bin jetzt nur lose mit Ayurveda verbunden, weil das hast du am Anfang gesagt, Ravi, in deinem Redebeitrag, dass es ja auch eine spirituelle Komponente hat, dieses Yoga und dieses Ayurveda. Und was ich selber immer wieder erlebe, ist, dass sogar diese Yoga-Verbände und auch die Ayurveda-Verbände manchmal dieses spirituelle Miteinander dann doch ein bisschen außer Acht lassen und auch den Kind dieser Gesellschaft sind, dieses Kapitalismus, und auch da vielleicht noch mal ein bisschen mehr reflektieren und auch da ihre Herzen öffnen und schauen, was das vielleicht jetzt, was da noch an Hindernissen ist oder an Wahrnehmungen oder an Korrekturen, die möglich sind, dass man sich einfach noch mal auf den Dialog einlässt und noch mal schaut, ja, wie können wir das wirklich gemeinsam voranbringen, weil ich glaube, die Zeit ist reif, wenn wir von 2012 reden, und ich denke, da, wo es nicht passiert, wird es schmerzhaft. Ja, ich kann mich ganz vielen Wünschen nur anschließen, die schon geäußert worden sind, aber wenn man es konkret machen will, und da möchte ich gar nicht für den Verband nur sprechen, den ich jetzt heute hier auf dem Podium vertreten habe, den VEAT, sondern grundsätzlich sagen, wer im Ayurveda doch eine Ausbildung hat und aktiv ist, ob er jetzt beratend tätig ist oder massierend oder therapeutisch tätig, der möge doch bitte einem Verband beitreten. Also es ist ein ganz konkreter Schritt, und es muss nicht dieser Verband sein, sondern es kann irgendein anderer sein, aber insgesamt ist es dann doch auf gesellschaftlicher Ebene, dass man eine gewisse Schubkraft braucht, die fängt bei den Mitgliederbeiträgen an, die geht weiter bis zum Engagieren und zum Brennen und sonst etwas. Wo wir dann unseren Weg finden und gehen, das ist sicher Sache eines jeden Einzelnen, aber zu sagen, ich arbeite hier mit einem System und ich unterstütze auch eine Organisation, die für dieses System gesellschaftlich eintritt. Ich glaube, das ist eigentlich sinnvoll. Und da möchte ich jeden wirklich inspirieren. Guckt euch die verschiedenen Verbände an und sagt, wo fühle ich mich irgendwie ein bisschen zu Hause? Und wenn ich auch nicht hundertprozentig einverstanden bin, aber ich gehe da rein und ich bin dabei und ich stärke einfach diese Sache insgesamt. Danke. Gut, danke. Ja, ich schließe mich da auch an. Jeder Mensch hat ein Grundrecht, gesund und glücklich zu sein. Und wenn Sie alle wollen, dass diese Grundrechte implementiert werden, dann müssen wir uns dafür einsetzen und an dieser Revolution, das wurde auch gestern Abend gesagt, es braucht nichts weniger als eine Revolution, sprich Revolutionärinnen und Revolutionäre, die sich eben in Verbänden, in Kommunen, und auch auf politischer Ebene dafür einsetzen. Alle klatschen. Gut, also ich möchte ganz kurz zum Schluss auch nochmal eins aufgreifen, was Julia auch gesagt hat. Ein Zitat, was auch, ich muss leider, nicht leider, ich möchte gerne in Alice Huber wieder zitieren. Das ist einfach so. Man kann das eigentlich überall in der ganzen Gesellschaft verwenden. Er sagte gestern, Missverständnisse sind die Hauptursache von Streit. Wir wissen, dass es immer verschiedene Interessenargumente gibt, aber Missverständnisse heißt, dass wir natürlich versuchen, uns erstmal zu informieren, dass wir zusammenkommen können, nur wenn wir eine gegenseitige Toleranz entwickeln. Er sagt als zweites, es braucht in Zukunft eine Kultur des gegenseitigen Vertrauens. Vertrauen ist einfach auch ein ganz wichtiges Stichwort, im Vertrauen in uns selbst und im Vertrauen in das, was da kommen mag, was auch immer da kommen mag. Ja?
es sind gesetzliche Rahmenbedingungen vorhanden, okay, aber es braucht ganz, ganz viel Vertrauen in das, dass eigentlich das Gute, was da ist, sich auch durchsetzen wird. Ich möchte das jetzt mal so ein bisschen als Schlusspunkt wählen. Ich möchte es noch nicht ganz abschließen, weil ich natürlich auch euch nochmal die Gelegenheit geben will, wenn Fragen aufgekommen sind, jetzt während dieser Podiumsdiskussion, dass ihr vielleicht jetzt auch diese Fragen noch stellen könnt an uns, an die Referenten, was euch vielleicht bewegt zu diesem Thema. Mutige vor. Oder wenn ihr noch zusätzliche Fragen habt, weil noch nicht was ganz klar geworden ist für euch, dann könnt ihr auch das stellen. Also es gibt keine dummen Fragen. Gibt es nicht. Vielleicht ein oder andere? Oder ist alles für euch klar und ihr müsst das erstmal sacken lassen, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ja? Als so die ganze naturheilkundlichen Mittel aus den Apotheken bzw. verschreibungsfähig verschwanden, habe ich mich gefragt, wie kann das sein, dass man nichts hört? Also weder von den großen Verbänden, also der Ärztegesellschaft für Naturheilverfahren, also der Zähne und was weiß ich. Wieso ist da so ein Schweigen, also in der Bevölkerung? Weil 70% der Bevölkerung will Naturheilkunde. Und ich habe mich gefragt, dieses Schweigen, was ist das? Ja? Das ist jetzt auch eine generelle Frage, die ich stelle. Mir hat es gefallen, dieser ein Wortbeitrag, wir müssen laut werden. Und dann wollte ich nochmal sagen, es gibt ja ein Dialogforum für Pluralismus in der Medizin. Und zwar hat das der jetzt verstorbene Ärztepräsident, Ärztekammerpräsident Hoppe gegründet. Und dort wäre es einfach auch mal eine Möglichkeit, also sich zu vereinigen und so mehr wieder nochmal mehr in die Diskussion unter Ärzten zu führen. Okay, also diese Frage, ich gebe sie einfach mal an euch weiter, diese, ich nenne es mal Lähmung der Menschen, dass sie das über sich ergehen lassen oder auch nicht. Vielleicht kann jemand von euch, also was ist die Ursache davon? Ich würde jetzt mal behaupten, es ist Angst, die dahinter steht. Ja, Nora? Also ich wage mich mal ein bisschen in den Bereich der Spekulation, man sehen wir das nach. Es ist so, dass es eine Art Konkurrenz innerhalb der, also der biologischen pharmazeutischen Industrie auch untereinander gibt. Und es ist auch nicht so, wenn zum Beispiel eine Firma jetzt den Johanniskrautpräparat verliert, dass dann automatisch alle anderen das auch verlieren. Sondern das hat arzneimittelrechtliche Gründe, warum jetzt bestimmte Mittel verschwinden. Das sind auch juristische Gründe, da werden einfach Hürden hochgelegt und in der Tat sind dann die Patienten, die in die Praxis kommen und ihr Mittel nicht mehr bekommen, die sind zutiefst verunsichert und traurig und wir sind aufgefordert, ein Ersatzpräparat zu suchen in der Praxis. Insofern gibt es diese, sagen wir mal, die Betroffenheit unter Patienten, die stehen ja nicht miteinander in Kontakt. Also die schreien nicht alle auf, sondern im Laufe von bestimmten Monaten und Jahren verlieren die einen ihr Mittel, die nächsten verlieren Mittel, kriegen Ersatzmittel. Also das ist sozusagen eine Zerfledderung. Also die Patienten sind ja nicht eine einheitliche, organisierte Masse, die artikulieren sich auch nicht, egal was man mit ihnen anstellt. Das andere ist dieses Dialogforum für Pluralismus in der Medizin. Klingt sehr gut, ist aber unsere Erfahrung, dass, der Pluralismus beschränkt sich auf Ärztegesellschaften. Also der Pluralismus ist da gemeint, wahrscheinlich unter verschiedenen Ärzteverbänden. Ja, also der bezieht sich jetzt nicht auf Therapieverfahren oder Nichtärzte. Ja? Und da gibt es. Ja, ja. Also die werden immer gerne eingeladen, so ein bisschen als Alibi. Also ich kenne auch immerhin, ja. Also es ist ein hartes Brot in diesem Dialogforum, sich zu behaupten. Und
fühlt sich jetzt nicht so hier noch ein Schlusswort. Also wie gesagt, die Gesetzeslage ist immer scheibchenweise. Also das vielleicht noch dazu zu sagen, was Ayurveda noch hat mit Nahrungsergänzungsmitteln, mit Mitteln, wo 20, 25, 30 Inhalts, pflanzliche und Mineralien und tierische Substanzen drin sind, das gibt es im Bereich der Komplexmittel für Phytotherapie schon gar nicht mehr. Also die sind schon alle weg. Man hat auch irgendwann mal beschlossen, Vitamine, pflanzliche Mittel, Mineralien, Organpräparate wie Glykosiden, die dürfen alle gar nicht mehr in einem Mittel sein. Das bedeutete, dass für den Patient sich das Mittel aufteilt in auf einmal vier Mittel und er bezahlt den vierfachen Preis für das Gleiche, was er mal bekommen hat. Und dann sind die Hürden für Sicherheit und Nachweise noch höher gelegt worden. Da bezahlt er mittlerweile den achtfachen Preis von dem, was er noch vor 10, 15 Jahren bezahlt hat. Und sie schreien immer noch nicht. So hoch ist die Leidensfähigkeit der Patienten. Na, es ist ja die Frage, ob der einzelne Patient nicht wirklich auch schreit. Natürlich schreit er auch, aber wer hat denn ein Interesse daran? Gibt es denn eine Bildzeitung, die Interesse daran hat, zu sagen, ey, was ist denn das? Jetzt kostet das Medikament das Achtfache. Wen interessiert es denn? Es ist doch nur so eine kleine Masse, die es wirklich interessiert. Die große Masse interessiert es nicht. Die großen Medien, die leben aber von den großen Pharmazie-Industrie und die können sich das ja gar nicht erlauben. Warum sind denn alle Fernsehsendungen zum Beispiel, die in irgendeiner Form in diese Richtung gehen, die sind alle um 10, um 11, um 12, nicht zu den frühen Zeiten. Warum ist das denn? Natürlich, ich wäre auch, wenn ich ein Lebensmittelhersteller wäre und für Millionen immer für Werbung bezahlen würde, würde ich mich auch beschweren beim Fernsehsender, wenn der irgendwas Kritisches über meine Produkte sagen würde. Wer hat ein Interesse daran, wirklich laut zu werden? Die haben alle kein Interesse. Der kleine Mensch natürlich schon, aber die großen Medien doch nicht. Es geht sogar noch weiter. Also da gibt es nicht nur ein Interesse, sondern da gibt es eine unsichtbare Linie der Berichterstattung. Das heißt, wer über Naturheilkunde berichtet, wird meistens präsentiert entweder als Sensationsheiler, Wahnsinn, ne? Wunder, Wunder, oder aber es werden Patienten gezeigt, die in irgendeiner Form misshandelt wurden und schreckliche Erfahrungen gemacht haben. Eine seriöse Berichterstattung über Naturheilkunde wird meistens gar nicht zugelassen. Also ist marginal. Es gab mal in Dreisat eine Serie, da wurde mal in drei Folgen ein bisschen was dargestellt. Aber auch dann werden auch, sagen wir mal, die Berufsgruppen nicht in ihrer ganzen Breite abgebildet, sondern es ist immer eine Berufsgruppe, die dann zu Wort kommt. Ne? Die dann aber auch nicht zu den Diskussionen auftaucht, wenn andere Berufsgruppen dazugeladen werden. Ne? Also, da gibt es eben auch solche Linien. Ich habe zufällig vor ein paar Wochen im Frühstücksfernsehen mitbekommen, da war ein Arzt zugegen, ein Schulmediziner, und dann fragte ein Anrufer, was er denn von Homöopathie hält. Und die kurze, knappe Antwort war völlig uninteressant. Ja. Also ich denke, gebe ich dir recht, ne? Es ist manchmal so eine gewisse Ohnmacht, die dahinter steckt. Aber es muss nicht bei der Ohnmacht bleiben. Also ich greife nochmal die Frage von vorhin auf. Wir müssen nicht gleich ins Fernsehen kommen, um uns eine Idee darzustellen. Wir können viele kleine Schritte machen. Ich gehe jetzt mal von mir aus. Ich bin nur ein kleiner Yoga-Lehrer, sage ich jetzt mal. Aber auch das wirkt schon was, wenn wir auf diesen Bewusstseinsänderungsprozess von Rabias zurückkommen. Also jeder von euch, der sich überhaupt mit Ayurveda beschäftigt, jemand hat es vorhin auch schon gesagt, tut etwas. Und das ist eine Frage der Zeit natürlich. Das dauert. Ne? Mir geht es manchmal auch viel, viel zu langsam. Aber indem ihr, die ihr vielleicht euch als kleiner Patient oder Leuchte darstellt, was tut, indem ihr eben die, die schon sehr aktiv sind und die ein Verständnis der Zusammenhänge haben, unterstützt. Ich möchte es einfach nochmal bekräftigen. Ja? Man kann auch mit seinen Fähigkeiten, ob man jetzt nun kommunikativ ist, ob man Ahnung hat in Computer, ne, in verwalterischen Tätigkeiten, egal. Man kann sich engagieren in jedem Bereich.
und kann das unterstützen, ja. Ja, vielleicht ist auch jemand im Bereich des Fernsehens tätig und kann da vielleicht, oder vielleicht ist jemand tätig im Bildungsbereich, der mit Kindern zusammenarbeitet, um dieses Thema schon im Kindbereich, im Schulbereich aufzugreifen. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, das zu tun, letztlich. Eine weitere Möglichkeit fällt mir ein, wenn das hier ein Berufsverband ist. Ein Berufsverband kann sich auch politisch äußern. Drückt hier irgendjemand irgendeinen Schuh? Wenn es gar keine Probleme gibt, dann braucht man sich auch nicht beschweren. Ja, ich glaube, man muss auch mal klären, die sind ja natürlich nur Interessenten auch. Mich würde auch mal interessieren, wie viele hier vielleicht prozentual wirklich Therapeuten sind. Also ich zum Beispiel bin zwar Yoga-Lehrerin, aber von Ayurveda habe ich noch nicht sehr viel Ahnung oder gar nicht. Wenig. Und insofern würde ich mich natürlich jetzt nicht in einem Verband engagieren, bevor ich überhaupt wirklich weiß, was Ayurveda ist. Deshalb finde ich, da muss man da auch ein bisschen gucken, wer hier überhaupt ist. Ja, also ich kann nicht schon in den Verband gehen, bevor ich die Ahnung habe. Aber wie viele Therapeuten gibt es denn eigentlich in Deutschland, die wirklich tätig sind schon? Oder sind das Leute, die es alle hier nebenbei machen? Also, das wäre ja interessant, an die Leute ranzugehen und die vielleicht zu aktivieren. Man kann das nur schätzen im Augenblick. Also ich gehe jetzt einfach mal ungefähr von ungefähr 200 bis 300 Ärzten aus und vielleicht ungefähr 1000 bis 2000 Therapeuten. Das ist aber wirklich eine ganz grobe Schätzung. Es gibt viel mehr, die diese Ausbildung in verschiedenen Bereichen absolviert haben, aber nicht unbedingt dann immer tätig sind. Das ist im Yoga-Bereich ähnlich. Viele haben die Yogalehrerausbildung, geben aber keine Kurse. Und es ist auch bei Heilpraktikern oft so, dass sie nicht unbedingt Vollzeit tätig sind, sondern nur Teilzeit und so weiter. Also es ist nicht einfach einschätzbar. Aber Tatsache ist, der Ayurveda wächst, das Interesse nimmt zu auf Seiten der Therapeuten, auf Seiten der Ärzte und auch auf Seiten der Bevölkerung. Aber es ist ein schrittweiser Prozess und ja, ich finde deinen Aufruf sinnvoll. Wir sollten alle die kleinen Schritte wirklich gehen. Danke. Und ich habe auch mal nachgefragt, die Kollegen abrechnen, wir sind ja als Heilpraktiker gezwungen, eigentlich was abzurechnen, was wir zwar leisten, aber in einer anderen Form. Das finde ich ein ganz großes Manko. Das ist auch ein Zwiespalt. Wie rechne ich ab? Ein Thema, um das wir uns kümmern müssen. Ja. Danke. Okay, die Zeit ist vorangeschritten. Also ihr seht, das ist einfach ein Thema, wir können, glaube ich, ewig sitzen und darüber diskutieren und auch sicherlich Lösungen erarbeiten, aber dafür gibt es auch andere Foren, andere Kongresse. Es liegt an euch, euch zu informieren, zu schauen, wo kann ich mich wiederfinden. Ich möchte nur einen kleinen Hinweis geben, dass morgen zu diesem Thema traditionelle Heilmittel, ayurvedische Heilmittel, wer also noch mehr darüber wissen will, was diese Direktive, die ich am Anfang erwähnt habe, noch tiefer beinhaltet, der kann sich morgen dann nochmal, gibt es einen Vortrag, der ist jetzt neu im Programm, es gab zwar dieses Programmpunkt schon mit Herr Reuer A., aber der Nigel wird morgen mit Übersetzung nochmal zu diesem Thema was sagen, falls euch das interessiert. Wir haben das Thema ja nur kurz anschneiden können, was also hinter dieser Direktive steht und was es für Problematiken damit verbunden sind und was es für Chancen vielleicht auch gibt. Also da lade ich euch ein, morgen dann nur 8 Uhr vielleicht mit Nigel zusammen dann den Vortrag anzuhören und da mehr drüber zu erfahren. Oder im individuellen Gespräch im Rahmen dieses Kongresses. Ihr habt die Gesichter ja alle gesehen und ja, könnt dann gerne auf die zukommen. Ich bin auch Verwaltungsratmitglied bei der Securita und es gibt jetzt ein neues Gesetz, was es ermöglicht, auch Leistungserbringer, die nicht im gesetzlichen Rahmen jetzt bisher gedacht wurden, dazu gehören dann die komplementären Methoden und Medizin, auch zu fördern. Also wer da nochmal Fragen hat, da kann ich gerne was zu sagen, das hat der Elis vielleicht heute getan, aber da öffnen sich Räume, die man jetzt gut nutzen kann. Wo es aber natürlich auch darum geht, zu gucken, dass man Qualität sichert, dass man Qualitätsstandards festlegt
und dass man auch auf diesem Markt auch achtet, ja, dass das gute Anbieter und dass die Verbraucher und Verbraucherinnen auch geschützt sind. Und, aber da passiert gerade ganz viel und wer dazu was wissen will, stehe gerne dann zur Verfügung. Ich möchte trotzdem noch eins sagen, weil der Joachim Heimrat hat auf dem Kongress in Kassel von dem FG, es geht ums Ganze, das Schlusswort, er hat das Schlusswort, musst du dann alles zusammenfassen. Und dieser letzte Satz von ihm begleitet mich die ganze Zeit, er hat dann gesagt, ich entscheide, was ich nicht unterstütze oder was ich unterstütze. Und das hat mir so gut gefallen, weil da geht es nicht mehr ums Kämpfen oder ums Gegen, sondern da geht es einfach darum, wo bringe ich Energie rein oder wo bringe ich sie nicht rein. Und das entscheide ich. Und seitdem ist es so ein bisschen mein Leitsatz, was unterstütze ich und was unterstütze ich nicht mehr. Und ich muss sagen, damit fahre ich sehr gut. Okay. Ich würde sagen, dass es